Bullseye. Elder Shot, Abfahrt. Bam. Ein Platz hinter uns. Kellerduell quasi. Come on. Ja, muss. Noch nicht 1000%ig fit, not gonna lie, aber, no. Ich hab mir das selbst ausgesucht. Also alles tutti. Wir haben die meisten schwierigen tatsächlich durch. Also ich sag mal, wenn wir eine Top 7 draus machen und Western mit in die Top 6 packen, weil die echt gut dabei waren die letzten Jahre, haben wir jetzt in den ersten 7 Spielen, oder in den ersten 8, nee, in den ersten 7, 5 von 7 gehabt aus den Top 7. Nur Man United und Liverpool fehlen. Und daher ist, glaube ich, der 16. nicht so schlecht. Zumal wir von keinem wirklich auf den Sack bekommen haben. Doch, von City haben wir einigermaßen auf den Sack bekommen. Den Rest hatten wir alles gut unter Kontrolle. War alles ein Torunterschied oder so. Ich glaube, es haben wir echt gut reingestartet. 3-0 gegen Aldershot in der ersten Halbzeit. Let's fucking go. Wir nehmen Sirius runter wegen der Gelben. Come on. Up the tags. 1-2 gehen noch. Latte. Huch, wollte ich auch gar nicht. Come on. Yes. 4. Da ist er. He's done did it. Jermaine. Jetzt ist er offiziell, er hat in jeder Saison und in jeder fucking Liga in England getroffen. Von ganz unten, von der 8., die 7., 6., 5., 4., 3., 2. und jetzt sogar in der Premier League. Und er macht 2. Wenn er jetzt nochmal einen Hattrick macht, dann ist er dann müssen wir eine Statue bauen, Leute. Dann müssen wir eine Statue bauen. Ich bin ehrlich. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen, wa? Auf Platz 12, come on. 6-0 gegen Aldershot. West Ham hat das erstmal liegen lassen, aber letzten Spieltag schon gegen Liverpool. Okay. Ziyasun zur Bellis auf 7, Steers auf 4, not bad. Fafuna Taga Phillips von Aston Villa ist auch auf 7. Ja, das ist Benny wieder ein bisschen glücklicher, wa? Kleine Sack. So, englische Woche. Hier. Länderspielwoche. Mal gucken, wer jetzt nominiert ist bei uns. Digga, verpisst euch einfach, ganz ehrlich. Ich weiß, dass sein Vertrag nächste Saison sowieso ausläuft, ne? Aber dann lasst ihn mir doch bitte bis nächste Saison zumindest. Meine Güte. Und wenn, dann legt er schon mal bitte was Fünfstelliges, dreistelliges Millionentechnisches auf den Tisch, ja? Wir gucken mal, wie viele Nominierungen haben. Vielleicht klatschen wir ein deutsches Spiel rein. Ich glaube, so viele Nominierungen sollten wir noch nicht haben. Sollten wir, glaube ich, noch einen Kader haben. Das Einzige ist, ich weiß nicht, wenn Miller Rodney nominiert ist, müssen wir mal wegen Keeper gucken. Weil ja... Was witzig ist eigentlich, dass wir trotzdem so hoch gingen. Wir haben ja unseren Stammkeeper, der ist ja verletzt. Hat sich einen Finger gebrochen. Im Spiel gegen Tottenham, glaube ich. Mr. Jorge. 20% Skill. Concentrate Power Will. Sven, was war gestern los? Ich habe gestern Nacht gesehen. Ich habe keinen Osnabrück gestern. Wieso nicht? Was soll das? Rechtfertigen Sie sich. Ja, wir warten fix auf die Nominierung, bevor wir da irgendwas... Ich würde einfach reinklatschen, wir warten mal. Da läuft halt alles aus, ne? Ja, wobei, das sind die ganzen Alten. Geht das bei Baggage los? Würde Baggage verlängern? Yeah. Dann nehmen wir Baggage nochmal mit. Dann nehmen wir den nochmal mit, den Kleinen. Put it together themselves, get a picture connects. Ja, die Junge, da müssen wir vielleicht auch. Also zumindest Togli ein Jager. Möchte aber nicht. Der würde. Wenn wir schon da sind. Machen wir ein paar Verlängerungen, wa?
Welcome to church. I like Bleach, man. Okay. Ich werde immer mal reingucken, ne? Ray Matthews will. Remy Matthews. Wieso nenne ich den immer Ryan Matthews? Es gibt einen Ryan Matthews, glaube ich, ne? Aber es gibt einen. The type women wanna be with the rapper, so we get shot 8 years and then make him patiently waiting to blow. This shit is equally dope. Da kommt's hart, das Kissen. Gucken wir mal. So, wir warten kurz auf die Nominierung. Müssten am Donnerstag oder so reinflattern, I guess. Gucken wir mal. Mubiro ist schon. Yugena. Wobei, dann ist das aber 8 Tage Karuta, ist das ein bisschen bitter. Das hält sich aber in Grenzen. Vor allem ist das U21, glaube ich. Ich glaube, das ist wieder U21. Und schauen wir da auf ein deutsches Spiel rein. Why not? Oha, Bernardo ist einfach 3 Tore für Curaçao. Let's go. Vor allem Montserrat weggehauen. Und wer steht bei Montserrat im Tor? Tyler Miller-Rodney eigentlich. Also, aber nicht bei der Jugend halt, ne? Sondern bei der A, ja. Sind wir auch froh, dass er nur bei der A-Keeper ist, wa? Sonst hätte er jetzt gerade 3 unserem Keeper eingeschenkt. Und das Problem ist, das ist der Keeper, den wir gerade brauchen. Ein Jahrhunderttalent aus Thailand. Ein Verteidiger. Ja, das nehmen wir doch mit, wa? Das nehmen wir doch mit, ein Rechtsverteidiger. Ja, bitte. Ist das das Zeichen, warum wir Prauro Dingsovic nicht bekommen haben, wa? Ist das das Zeichen? Also zum Jahrhunderttalent sagen wir doch nicht nein. Come on. Ja, easy. Doch alle da. Noch quasi alle da. Rajib Kenny. Zeno Heath. This is a Chris Hawkins. Young Gang Westwood. Ah, schön. Ich finde diese Gemixnamen cool. So, der Vorname ist so englisch, wie es geht, und der Nachname ist dann, weiß ich nicht, so asiatisch oder so. Und das clasht dann einfach unendlich. So wie Jimmy Wang Yang. Spieler, ihr sprecht jetzt von einem Friendly, aber nehmen wir natürlich mit, ne? Ich hoffe, dass unter anderem beiden. Wer kann kein Englisch? Wer ist denn das nochmal? Ah, Vandalen. Ich hoffe, dass der recht schnell Englisch lernt. Das wäre super. Und? Karutas. Nee. Nicht Karutas. Horgas. Und für die Geld haben wir Tyler Rodney, Marshall und Karutas. Karutas will aber halt nicht verlängern, ne? Nee. Was denn mit Marshall? Nee. Und Miller Rodney war der andere, ne? Der länger als 3 Jahre, glaube ich, erst ist. Okay. Okay. Okay, die meisten laufen nächstes Jahr aus. Dieses Jahr läuft. Naja. Läuft denn dieses Jahr aus? Ach, theoretisch Navila. Seine Laie. Ich denke schon, dass wir die ziehen, ganz ehrlich. Das ist 5,8 wert, 2,5, das ist eigentlich ein Schnapper. Und dann haben wir als nächstes Prodanovic, Marshall, Vandalen. Können wir mal gucken. Na gut, Bass interessiert mich nicht so.
Jones verlängert schon. Super. Selber schon einige Gehalt, den müssen wir gar nicht unbedingt, ne? Glaube ich. Prodanovic? Möchte auch nicht. McKay? Die beiden Linksverteidiger würden. Kenne ich, wobei. Meine liegt noch im Bett und das ist eigentlich ganz gut. Meine wird sehr penetrant dann. Und das ist wirklich mitunter ein bisschen nervig. Es ist ein bisschen süß, aber es ist auch nervig. Also das Ding ist, wir hatten es noch davon. Wir haben den aus dem Tierheim geholt und da haben wir jetzt seit knapp über 2 Jahren. Der hat sich da schon krass entwickelt, so. Ich sag mal, ersten 2-3 Tage halt nicht unter dem Sofa vorgekommen und so. Und jetzt ist er so absolut das Gegenteil, was im Tierheim beschrieben wurde, was er ist. Und Digga. Jetzt, dann hatten wir es auch davon, ja, aber unter die Bettdecke geht er irgendwie gar nicht. Hat 3 Tage, glaube ich, gedauert, literally, nachdem wir es gesagt hatten. Wir haben nur mit meiner Mutter drüber geredet, weil ihre Katze das macht. Zack, jetzt liegt er unter der Bettdecke mit uns. Aber dann will der morgens auch runter. Der geht aber auch nicht selbstständig unter die Bettdecke. Nee, du musst die für den ein bisschen anheben. Dann kommt er immer mit seinem Köpfchen und versucht sich da irgendwo so zwischen Schulter und Decke, wenn er einen kleinen Schlitz, die da reinzuschieben. Und dann, also wenn er mich dann aber nervt, dann schiebe ich ihn weg. Aber der kommt immer wieder, ne? Und immer wieder steckt er sein Köpfchen rein und dann könnte ich ihn manchmal einfach nur mit Anlauf aus dem Bett schmeißen. Es ist süß, aber es ist auch manchmal ein bisschen nervig. Aber Glück, dass er so süß ist. Ich würde ihn ja auch einfach nur testweise rufen, aber ich glaube, das will ich mir nicht antun. Dann werde ich nämlich gar nicht mehr los heute. Come on. Bishops. Kriegen wir. Jetzt vielleicht nicht mit dem Eigentor. Aber gut. Nehmen wir auch mit. Ein Tor ist ein Tor, wa? Also, hallo, ich wollte gerade sagen, ist ein Trainingsspiel für uns. Wir müssen die Buden machen. McKay, Prodanovic und Vandalen haben die Tore gemacht. Jetzt geht es weiter in Prem gegen Norwich. Vorletzter. Bernardus macht wieder ein Tor. Not bad. Oh, 2 Tage ist Scouting-Büro fertig. Dann können wir jetzt endlich das Bürogebäude bauen. Come on. Mehr Scouts. Mehr Jahrhunderttalente. Yes. Gib mir alle. Oha. Mubiru, was ist da los? Gelb-Rot einfach. Oh yes, come on. Ein großes Talent reicht mir leider tatsächlich nicht. So, Leute. Jahrhunderttalent aus T-Heiland. Klinbranet. Warum? Nein. Why you do this to me? Ich meine, wir behalten ihn bald, ne? Aber es ist tatsächlich nicht mal einer, den ich langfristig irgendwie in der Mannschaft sehe, bin ich ehrlich. Es ist ein Neuner, ja, aber er ist halt schnell zufrieden. Dazu noch Temperament und Härte, was auch vielleicht kontraproduktiv sein kann, ne? Also nicht muss, aber ha, schade eigentlich, schade. Aber gut. Idee ist, wo die Idee ist, ne? Machst du nischt. Thailand wäre schon auch cool gewesen. Das wäre halt wieder eine Sondernation gewesen, ne? Wow. Otello Martin, Dekan Holt, Gosling. Norwich, Vorletzter. Letzter? Eine gute Frage, wa? Wer ist denn Letzter? Spieler sehen ihre Entscheidung kritisch. Was, dass ich nicht wechsle, Digga? Ich glaube, auf 10 müssen wir, ne? Mit dem Vereinszentrum. Ich glaube. Dass ich nicht zu Chesterfield gehe, Digga, seid ihr jetzt völlig bescheuert, oder was? Was ist denn mit euch los?
Wer ist denn letzter? Middleborough. Die hatten wir aber schon, ne? Ach, das war unser. War das unser erster Sieg? Ich glaube, das war unser erster Sieg, ne? Bin mir nicht sicher. Horich ist in 2 Tagen wieder fit, das ist sehr schön. Also vermutlich. Dann ist er gegen Leicester wieder im Start. Vermutlich. Svetkovic lassen wir mal draußen und spielen mit Griffiths anscheinend. Weil auch Mobiro nicht ganz fit ist. Nicht ganz optimal, aber nehmen wir so mit. Ist okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bien Jong Jun. Oh, noch ein Boggle Campbell. Schade. Könnte Verwandtschaft von unserem sein, aber. Also zum einen wird es nicht angezeigt, also wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn. Just not good enough, innit? Just not good enough. Die B könnte ein bisschen abstützen, tabellarisch, ne? Die hat nicht ganz so den festen Kader. Bei der A sind genug drin, dass wir quasi, ich sag mal, einen Kernkader haben, der immer aufgefüllt wird. Hier kommen schon jedes Spiel viel neue rein, ne? Sind wir trotzdem Siebter. Ist gar nicht so bad, ganz ehrlich. Die A steht auf der 3. Die zweite, oha. Na gut, ist aber halt Prem, ne? Wir stehen ja ähnlich. Mit ähnlich meine ich. 12. So. Der gut trainiert, der hat sensationell trainiert. Oha. Einfach dieser andere Flex. Einfach dieser andere Flex. Timo Gebhardt, Nicholas Fraser und Abfahrt. Norwich City. Machbar. Mehr als machbar. Come on. Up the tags. Wir sind ganz gut in Form. Chess Fischer mit der gelben. Können wir das 1-0 machen? Yes! Brodanovic! Come on! So, ein zweites Nachlegen. Ein bisschen Puffer schaffen. Nicht gerade, dass wir uns zurücklehnen können, aber damit, so, dass wir ein bisschen Sicherheit haben. Wegen sowas. Genau sowas. Kenny Cocker. Sag ich nichts zu. Come on. Horgas mit der gelben. Come on. Up the tags. Yes! 2-1. Marshall. Brodanovic mit dem zweiten. Sieht man besser. 3-1. Du bist, sagt doch ziemlich zu, oder? Können schon noch eins machen, so ist nicht. Jetzt ist der Sack zu. Der Sack ist so zu. Remy Matthews. Sein erstes Tor für einen Verein, glaube ich. Wir gehen auf die 11. Arsenal auf die 13. Huch. Timo Gebhardt erreicht neue Erfahrungsstufe. Yes, Harvey Barnes geht zu. Er geht in die zweite Liga zu Teutonia Hortensen. Harvey Barnes. Mit was für einem Gehalt? 1-1. Genau. Genau. Und Craig Spooner geht zu Heidenheim. Ich glaub's auch. Harvey Barnes zu Teutonia Hortensen. Pompe. Keine verletzten Spieler mehr. Yes. Horch ist noch angeschlagen. Das ist schade. Dann schafft er es wahrscheinlich gegen Leicester nicht ganz. Wobei es aber nur ein das ist doch nur ein gebrochener Finger. Horch ist immer noch angeschlagen. Gibt's doch gar nicht. Da hier wird doch Janisch. Robben fällt aus Zahnbeschwerden. Zack, so schnell hat er 75, wa? In the eye. Shake it. Turn it up.
Okay, Fitness ist soweit okay, ne? Yes, 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 sehr schön. Sehr, sehr nice. Will Jallo. Pump it. Turn up the radio. Right now. Ich habe so das Gefühl manchmal, wenn ich mir das so überlege, bringt das was, irgendwie 5 Jugendscouts zu haben? Wir bekommen jetzt entdeckt unser Jugendscout immer mal Jugendspieler, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, ich hatte ja auch schon oft genug bei Real Sociedad und keine Ahnung Milan, dass wir 5 Stück hatten. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich so zurück überlege, dass wir dann öfters Jugendspieler entdeckt haben. Und ich meine, ein Jugendscout ist ja erstmal nur da, um Jugendspieler zu scouten, richtig? Gut, es scoutet halt die Jugenden von den anderen Vereinen. Vielleicht ist das mit dem Jugendspieler entdeckt wirklich nur so ein Ab und Zu, aber eigentlich müssen wir selber mal die Scouting-Berichte und so durchgucken. Maybe. Gegen Leicester ist jetzt tough übrigens, ne? 10. Spieltag. Leicester ist auch nicht zu unterschätzen. Ist wahrscheinlich das, was am nächsten dran ist an den Top 7 quasi. Oder mit West Ham das nächste, was an den Top 6 dran ist. Also Leicester wirklich ein heftiges Ding jetzt. Wenn wir jetzt ganz kurz in die Tabelle gucken. Was haben wir da noch? Aston Villa, die anscheinend ganz gut dabei sind. Newcastle vom Kader her wahrscheinlich. Ansonsten ist doch wirklich Leicester, West Ham. Nach den Top 6. 60. Come on. Yander Vandalen. Kevin De Bruyne Jr. ist unterwegs. Halten, Leute. Halten. Hold. 2 gelbe. Hold. 3 gelbe. Hold. 86. Samu. Come on. Wir nehmen unentschieden gegen Leicester, nehmen wir mit. All day, every day. Nehmen wir mit, das ist ein Punkt Gewinn gegen Leicester. Safe. Wir sind viertbester Aufsteiger ever. Let's go. Sensation, Horgas, echte Verstärkung, Vandalen, Ryan Jones, guter Griff, Gebhardt und Matthews, Mitläufer McKay, Bass und Ibrahimovic, gut, das sind halt literally die 3 Auswechselspieler, ne? Die anderen sind welche, die echt spielen, die anderen 3 sind halt Auswechselspieler. Also ist das schon okay so. Jetzt kommt Sutton im Carabao und danach Burnley in der Liga. Das sind beide Spiele, die wir gewinnen sollten. Aber dadurch, dass die jetzt so nah aneinander sind und so nah am Leicester-Spiel sind, müssen wir gucken, wie wir das bewerkstelligen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Aber so sieht die Fitness gar nicht schlecht aus. Also gegen Sutton, dann sollten wir das gegen Burnley auch noch hinbekommen. Dann wird eine Woche bis Nottingham. Das ist okay, das kriegen wir hin. Portich ist immer noch angeschlagen gegen Sutton, schade. Aber, ne, Rodney, Miller Rodney ist jetzt auf 71. Da steckt sich nicht so schlecht hier. Macht seinen Job ganz gut. Sondern Oktober. Dave Rooney. Guck mal, was der kleine Beckham macht, wa? Wie heißt der nochmal? Aus einem Kopf. Der Beckham, also nicht, ich rede nicht von Odell Beckham Jr., ich rede von einem anderen Beckham. Ich weiß aber auch nicht, wo er gespielt hat. I guess er war irgendwo in der Jugend und hat es nicht durch die Jugend geschafft. Maybe. Das würden wir jetzt in erster Saison sehen, oder? Komm, Siegprämie gegen Sutton. Up the tags. Do it. Prodanovic, Steers, Gebhardt. Yander Vandalen. Definitiv die Favoriten, aber wir sind dann auswärts, ne? Muss man noch mit einberechnen, aber dennoch sollten wir das Ding gewinnen. Come on. 1-0 Sutton. Uff. Stefano Ermini. Come on.
Okay. 1-0 Sutton zur Halbzeit. Up the tags. Come on. Nicht schon, ach, ich meine, ich will nicht schon wieder Verlängerung, ne? Aber wenn sein muss, I guess. Come on. Ja. Gut, Doppelbelastung ist weg, I guess. Wer ist noch raus? Burnley ist raus, gut. Leicester ist raus. Norwich. Aston Villa. Wolves, aber es sind halt alles die gegen andere große Premier League Teams gespielt haben. Ja. Mal gucken, wen haben wir jetzt? Wen Sutton zieht? Fulham, wäre machbar gewesen. Safe. Safe. Die sind wir komplett umgangen, ne? Sind die aufgestiegen letztes Jahr? Waren die unten? Ja, die waren in. Ah, die waren in der ersten Saison abgestiegen, deshalb sind wir so umgangen. Ich wollte gerade sagen, die hatten wir doch in der zweiten Liga gar nicht. Ich dachte, die waren vielleicht in der dritten, sind in die zweite aufgestiegen. Dass die in die dritte runter sind, als wir hoch sind. Aber es ist andersrum. FA Cup Auslosung. Blackburn Rovers, not easy, aber zu Hause sollten wir schaffen. Ich glaube, eine Runde müssen wir schaffen für den Vorstand, ne? Ich glaube, eine Runde müssen wir schaffen, um das Ziel zu erreichen. Burnley, come on, wir haben zwar gegen Sutton verloren, aber jetzt spielen wir zu Hause gegen Burnley. Ein bisschen angeknackst, was die Fitness angeht, aber das müssen wir schaffen. Müssen wir schaffen, Leute. No excuses. No fucking excuses. Carutas wird halt safe gehen, da bin ich mir fast sicher. Aber Carutas tut mir nicht so weh, ne? Ich habe auch noch zwei andere Super ZMs jetzt schon. Das ist das Schöne, weil im ZM haben wir das Trio quasi. Wenn einer davon geht, ist es noch nicht so wild. Nicht so wild, als wenn der eine mega LA geht, ne? Was wir auch hatten, also. Haben wir quasi alles miterlebt. Come on. Aber trainierst tun außer Ibra echt alle gut, ne? Gut, ist ja immer noch Ibra, ne? Und Karutas. Ich weiß aber auch nicht, ob oder wie sie das wieder einpendeln, das bin ich ehrlich. Müssen wir gucken. Ich schiebe einfach nochmal ein paar Mio jetzt schnell rüber, ne? Jetzt gerade schon können. Das ist gar nicht mehr so viel Geld, Digga.